So, wir fangen mal an, das Ganze auszupacken. Hättest du vorher was gesagt, hätte ich die Küche aufgeräumt. Nee, nee, das ist ja hier kein High-End-Video. Man muss immer auf dem Boden stehen, glaube ich. Ja, Hilfst du dann mir? machen wir das mal eben. Seid größer wie auf dem Bild. Das ist ein Wendelwaffeleisen. Zum Ausbacken wird es später komplett umgedreht. Wir entfernen mal eben die Folie und sind gleich wieder da. So, ein bisschen Zeug war auch noch mit drin. Einmal jetzt hier eine DVD Sind Rezepte drin? mit Rezepte. Jawohl, ja. Ja. DVD mit Rezepte. Cool. Weiß ich bloß nicht, wo ich das in das Gerät reinschieben soll. Und dann natürlich die Betriebsanleitung. Aber die interessiert uns jetzt erstmal nicht. Genau. Das ist immer groß. Die Flächen sind ziemlich groß. Also es werden anscheinend große Waffeln. Und irgendwie habe ich auch gelesen, Ach, das Überluftschutz, falls er über was überlaufen ja, sollte. das ist unten die Platte, wo alles Genau. drin soll mit Magnet sein. Können wir gleich ausprobieren. Das klebt oben, Ja. nicht unten auf dem Boden, klebt oben fest. So, guck mal. Wie cool. Ja, mit Magnet, Auffangschale. Also bis jetzt macht einen super Eindruck und soll natürlich auch Spülmaschinen geeignet sein, weil man kann die Platten rausnehmen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, du willst nicht jede Woche jetzt eine Waffel von mir haben. So, wie gehen die Dinger jetzt raus? Lesen? Ich kann nicht lesen. Nee, ich muss kurz lesen, wie das funktioniert. Also. So, wir haben hier unten einen Knopf gefunden. Den drückt man rein. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier. Na, oben ging das einfacher. Oder Darf ich jetzt. dir den von oben Also zeigen? hier oben, da oben ist er. Man drückt Zack. drauf und dann fällt es raus. Dann gehe ich mal davon aus, dass man hier unten den reindrückt. Kann man in die Spülmaschine Kann reintun? man in die Spülmaschine und ich finde, Ist das schwer? ist auch ein bisschen schwer, also kein Billigteil. Du musst vielleicht auf der anderen Seite zuerst anheben. Ja, da hinten. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, irgendwie kriegen wir gleich raus. So, wir haben jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Ganz einfach. Ja, wenn man weiß wie. Knopf drücken und an der Seite leicht hochdrücken. Tada! Und hinten wird der eingehakt an diesen zwei Nippel in die Löcher. Also eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, die Dinger sind Spülmaschinen geeignet. Also ist da mit der Reinigung eigentlich einfach. Ob da jetzt was drunter laufen kann und das ganze Gerät dann in die Spülmaschine flach stecken muss oder eine Stunde zum Reinigen braucht, das werden wir dann später sehen, wenn die ersten Waffeln dann sind. Von Haus aus weiß ich, man muss erstmal das Ding mehr oder weniger einbrennen lassen, damit die Schutzschicht sich verbrennt. Das machen wir. Und dann schauen wir mal, weil er wartet ja auch noch ein bisschen hier, dass er abgefertigt wird. So, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Das mit dem Einbrennen hat sich anscheinend erledigt, weil ich habe jetzt doch mal in die Betriebsanleitung geschaut. Also vor der ersten Inbetriebnahme mit ein bisschen Öl einreiben und dann ein Zebertuch. Kann von mir aus auch eine andere Marke sein, aber umgangssprachlich haben wir ja Cebas.
Küchenrolle. Das Überschüssige, ja, oder eine Küchenrolle und das Überschüssige dann wieder mehr oder weniger entfernen oder verreiben. So, das haben wir dann damit jetzt auch erledigt. Dann können wir gleich mal Strom geben. Laut Betriebsanleitung 3 bis 4 Minuten braucht dann nur noch eine Waffel. Unsere Geräte vorher, auch wenn sie neu waren, brauchten 8 bis 10 Minuten und haben immer noch nicht das Ergebnis erbracht, was ich mir eigentlich erhofft habe. Und ich liebe Waffeln. Mhm. Kommt noch vor Kuchen. So. So, Stecker habe ich eingesteckt. Es leuchtet direkt hier. Und zwar auf der linken Seite in Rot die Betriebsanzeige, dass das Ding Strom hat. Und rechts ist dann die Kontrollleuchte für die Temperatur, wenn sie erreicht ist. Laut Betriebsanleitung die Gradzahl einstellen. Ich habe die Stufe 5 gewählt. Ich habe es schon mal ausprobiert. Und 7 Minuten zum Aufheizen. Man sieht auch direkt, es hat die Temperatur noch nicht erreicht. Die grüne Lampe ist aus. 7 Minuten warten und vorher leicht alles mit Öl bestreichen. Wie gesagt, ein bisschen, nicht zu viel, sonst qualmt es nachher und dann seht ihr nichts mehr. Wir warten jetzt 7 Minuten, dann sage ich mal bis gleich. So, die 7 Minuten sind rum, wie man erkennen kann. Das grüne Lämpchen ist am Lämpchen, am Leuchten. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann probieren wir es mal mit dem Teich. So, ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert. Ich weiß ungefähr, wie viel da rein muss. Aber ich bin der Meister im Kleckern oder im zu viel nehmen. So, das sollte eigentlich reichen. Dann machen wir mal zu. Und dann sollen wir bis 10 zählen. Und nach den 10 Sekunden kann man dann einmal umdrehen. So, 10 Sekunden sind um. Es qualmt auch schon. Wir drehen das Ganze. So wie ich es gerne hätte, 2,5 bis 3 Minuten. Wenn man sich natürlich nicht sicher ist, zurückdrehen, mal ganz kurz lünkern und dann wieder zumachen, wenn der Bräunungsgrad für einen nicht gefällt. Bis gleich. So, meine 2,5 bis 3 Minuten sind um, meine gefühlten. Ich habe natürlich vorhin kurz gelünkert. Wir machen auf. Ja, die sehen auch eigentlich ganz gut aus. Wir schauen mal. Ja, damit kann man doch erstmal leben. Ist ein bisschen heiß. Ich drehe sie dann jetzt mal. Ja. Sind weich. Auch wenn es nicht ganz so aussieht, sind wirklich weich. Eigentlich können wir die jetzt essen. Wie das näher mit dem Reinigen funktioniert oder wie einfach das ist, zeige ich euch nachher. Ich lasse das Ding jetzt erstmal abkühlen und verputze mal eben ein bisschen Waffeln. Bis nachher. So, wie versprochen, eben schnell zur Reinigung. Wie ich beim Outboxing schon gezeigt habe, wir haben hier einen kleinen Pin zum Reindrücken und dasselbe hier außen. Ich hoffe, man sieht es. Lichtverhältnisse lassen in meiner Küche für sowas zu wünschen übrig. Wir drücken einfach rein und dann hier an der Kante hoch, schwupp und dann einfach. Ich habe eine Spülmaschine, aber ich zeige euch, wie es auch ohne Spülmaschine funktioniert. Gut, spülen kann jeder. So, reindrücken. Hier oben hat man den Vorteil, man muss nicht ziehen, man lässt es einfach fallen. Und dann hier vorsichtig aus der Verankerung ziehen. So, einfach mit einem ganz normalen Schwamm leicht drüber gehen. Weil extra die Spülmaschine anmachen, nur weil ich morgen wieder Waffeln haben möchte. So, das war's schon. Mit der ersten. Weil ist ja anti-haft beschichtet.
Brauchen wir auch gar nicht viel rubbeln. Na, wo ist die zweite? Leicht drüber gehen. Ja, kaum noch was zu erkennen. Ihr solltet vielleicht einen Schwamm nehmen, den er entweder direkt danach wegschmeißt, weil wir haben es ja vorher ein bisschen eingefettet. Hängt natürlich dann hier im Schwamm dran, oder ihr habt super Spülmittel, wo der Schwamm dann von dem Fett befreit ist. So, leicht hier überall drüber gehen, ganz kurz. Natürlich richtig abkühlen lassen. Hier drinnen kann eigentlich nichts passieren, aber ich sag mal hier so am Rand für die Kleckerleute, so wie ich, hätte ich ja beinahe vergessen. Mal eben drüber gehen mit der weichen Seite. Auch wenn ich gerade einmal aus Versehen die kratzige Seite genommen habe. So. Kann man bis morgen trocknen. Und dasselbe natürlich hier oben, wenn da was sein sollte. Der ganze Dampf geht ja da lang. Gut, hier oben hängt das doch etwas fest. Aber geht eigentlich so ohne Probleme hier. Kurz überm Rand. Eventuell das Ding mal eben zuklappen, hier mal rumgehen, gleich nicht vergessen abzutrocknen. So, Vorteil, wir können hier einmal drehen, bauen wir nicht unten rum. Ich habe den Stecker natürlich gezogen, obwohl eigentlich auch kein Problem ist, weil ich komme ja nicht wirklich an das Stromzeug dran, weil innen drin ja nur ein Heizgerät ist. Oder die Heizdrähte, Stäbe, wie auch immer. So, kurz schwubbeliwupp. Die Frau wird natürlich mit allem drum und dran jetzt da rangehen. Strom, bis es auf Hochglanz ist. So, ruckzuck. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich jetzt gebraucht für das bisschen hier. Vielleicht eine gute Minute. Vielleicht auch zwei. So, da ist noch ein bisschen Schaum, machen wir weg. Und den Rest lässt man so trocknen. Hier vorne ist noch ein bisschen. Wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht. So, fertig. Ja, man kann sich jetzt auch ein bisschen anstellen hier, ne? Wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Schnelldurchlauf, weil ich benutze das ja morgen wieder. Das ist gar kein Dreck, das ist irgendwie, weiß der Geier, vom Dampf irgendwie. Ja, ich bin zufrieden. Ich sag dann mal, bis demnächst. Für irgendwelche Fragen, einfach in den Kommentaren. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. So, hier sind jetzt meine kleinen Ergebnisse. Ich habe ja gesagt, ich habe schon mal öfter vorher abprobiert. Mein erster Versuch. Die sind eigentlich ganz passabel. Auch wenn es hier der Ansicht anscheinend, es ist zu dunkel. Die sind weich. Die sind fluffig, die sind weich. So, zweiter Versuch. Ich habe sie dann nicht ganz so lange drin gelassen. Naja, ob die jetzt wirklich heller sind. Ja, doch, ein bisschen vielleicht. So, dritter Versuch. Ja, die war natürlich zu kurz drin. Das war dann die Oberseite. Aber die Unterseite, ich glaube, die Unterseite hat irgendwie viel Power. Deswegen, ihr müsst ein paar wirklich ausprobieren. Und alle weich. Die schmecken auch so. Vorausgesetzt, ihr habt genug Zucker im Teich. 1, 2, 3, vierter Versuch. Ja, da war ich dann doch ein bisschen zu vorsichtig, aber wie gesagt, unten haben die Power. Trotzdem fluffig, weich. Ja, okay, die Kanten sind vielleicht ein bisschen hart, aber wie gesagt, nur die Kanten. Der Rest ist sehr schön. So, und wenn ihr das Ganze mit Puderzucker macht, dann ein paar Kirschen drauf, dann fällt das Braune auch gar nicht mehr so auf. Also ich bin zufrieden, besser als die Geräte, die ich hatte. So, und das ist die Waffel aus dem Video.
was ich durchgehend gemacht habe, die schmelzen. Ich bin zufrieden. Die 123 Euro haben sich für mich gelohnt. Vor allen Dingen, ich habe nachgemessen, es sind knapp 3 cm. Und das ist eine Menge. Ja, Puderzucker, noch ein Latte Macchiato dabei oder vielleicht mit heißen Kirschen, wie ihr mögt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Likes oder vielleicht auch Abonnieren, bin ich wie immer dankbar. Das war die Krups Waffelmaker. Ich habe den Karton gerade nicht, aber das steht ja nachher in der Beschreibung. Wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise wir haben jetzt 7:30 Uhr abends. Bis dann. Tschüss.